Was geht ab, Leute? Willkommen zu Inside Super League. Montenegro 1, Türkei 2. Der WM-Traum der Türkei bleibt also weiterhin am Leben, denn die Militärkamp gewann heute in Montenegro und sicherte sich gleichzeitig den zweiten Platz. Für den ersten Platz hat es am Ende nicht gereicht, da die Niederlande gegen Norwegen heute gewann. Aber das kam jetzt auch nicht so wirklich überraschend. Zweiter Platz bedeutet Playoffs. Wann sie stattfinden und wer die potenziellen Gegner sind, erfahrt ihr in meinem nächsten Video morgen. Abonniert also den Kanal, um nichts mehr über die türkische Nationalmannschaft und Stefan Kunz zu verpassen. Jetzt kommen wir aber mal zum Spiel an sich. Da hat es ziemlich horrormäßig für uns angefangen. Durch den dummen Ballverlust von Burak vor dem eigenen 16er schaltet die Gastgeber nämlich blitzschnell um und gingen schon in der vierten Minute in Führung. Und der Gegentreffer hat unsere Jungs einfach verunsichert und das merkte man auch. Denn die Jungs aus Montenegro starteten immer wieder gefährliche Konter und es wurde auch oft gefährlich vorne, da man einfach zu viele Lücken in der Abwehr hatte. Danach kamen die Jungs von Kunz aber langsam wieder zu sich und erarbeiteten sich die ein oder andere gefährliche Torchance. Einmal mit dem abgefälschten Schuss von Halil und einmal der schöne platzierte Schuss von Hakan, der nur knapp vorbeiging. Ja, da merkte man, die Jungs sind heiß auf den Ausgleich und den erzielten sie auch relativ schnell. In der 22. Minute traf nämlich Kerem Aktürkoğlu zum 1:1 nach einer perfekt gespielten Flanke von Abdülkadir Ömür. Generell war Abdülkadir für mich mit einer der besten auf dem Platz. Neben Kerem Aktürkoğlu und Orkun Kökçü, Berat Özdemir hat mir heute im Vergleich zu seinem letzten Spiel aber auch sehr gut gefallen. Ja Leute, somit ging es mit einem Unentschieden in der Halbzeitpause, aber man merkte einfach, da war mehr drin. Zu Beginn der zweiten Hälfte wechselte Stefan aber dieses Mal nur einen statt zwei Spieler ein, und zwar Orkun für Berat. Ich hätte Berat persönlich weiterspielen lassen, Halil Dervişoğlu hatte mir heute persönlich nämlich weniger gefallen. Orkun einzuwechseln war aber absolut richtig, er hat nämlich nicht nur viele gute Pässe gespielt, sondern auch das Tor zum 2:1 geschossen. Ein sagenhafter Treffer, zwar abgefälscht, aber trotzdem schön anzusehen. Assist kam von Hakan Çalhanoğlu, der aber auch eher unauffällig war. Nach und nach wurden dann Halil Dervişoğlu für Goat Karaman, Kerem Aktürkoğlu für Barış Alper, Abdülkadir für Berkan und anschließend Zeki für Kaan Ayhan eingewechselt. Und da habe ich eine Sache nicht ganz gecheckt. Wie kann man Burak Yılmaz nur 90 Minuten lang spielen lassen? Der Typ hat einfach wie jedes andere Mal auch so oft Torposition getötet und es hat sich einfach so angefühlt, als wären wir nur mit 10 Mann auf dem Spielfeld. Vor allem nach der Performance von Serdar Dursun im letzten Spiel, hätte ich lieber ihn statt Burak heute in der Startelf gesehen. Aber nun ja, Leute, es ist nun mal so, wie es ist. Man kann im Nachhinein leider nichts mehr ändern. Aber trotz allem haben wir heute gewonnen und das ist nun mal das Wichtigste. Jetzt geht's also ans Eingemachte in den Playoffs. Video dazu kommt morgen. Schaltet also auch da wieder ein und abonniert den Kanal für mehr solche Videos. Das war's soweit von meiner Seite. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.